Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei The Green Hell. Das Spiel ist tatsächlich mal wieder wirklich voll die Hölle, denn der liebe Pastor Pinsi ist nicht hier. Hallo Pinsi, grüß dich. Das Spiel hasst mich. Hallo liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Ja, ein Haufen Egel hängt mir auch noch am Bein. Ja, wir hatten einen Crash gerade eben. Also eigentlich haben wir das alles hier gerade eben schon mal aufgenommen. Aber, lol, Pinsi, das ich habe auch noch alle Sachen, die ich gesammelt habe bei dem Punkt. Ja, das Spiel hat gerade eben, also das Spiel ist gerade eben bei mir gecrashed. Wir hatten schon eine Viertelstunde aufgenommen und dann kam ein Crash. Und deswegen sind wir jetzt wieder hier, also genau genommen bin ich wieder hier und Pinsi ist dort, wo wir gerade eben schon waren. Sehr seltsame Sache das gerade eben. Scheiße. Pinsi, du hast jetzt nochmal Eisenerz gesammelt. So. Genau, das wollten wir jetzt eigentlich machen. Problem ist jetzt bloß, wir müssen uns finden. Also, ich bin genau da, wo wir zum Schluss gestanden haben. Mhm, in unserer zweiten Höhle eigentlich. In unserer zweiten Höhle. Ja. Da, wo das Spiel gecrashed ist. Geilo, okay, also immerhin hat das Spiel demnach jetzt mal was gespeichert von dir. Immerhin mal deine Position. Ist doch auch mal schön. Genau an der Stelle, wo ich es nicht brauche unbedingt. Ja. Guck ich gerade eben mal. Ich baue mir jetzt gerade eben das, was ich mir ursprünglich bauen wollte. Nämlich die Hacke. Dann gehe ich nämlich jetzt in diese eine Höhle rein, in die wir schon waren. Wie viel hast du denn jetzt schon organisiert? An Erz, und ich bin die gerade überladen, habe ich jetzt 2 Erzbrocken. Okay, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Warte mal, ach, gib mir doch mal irgendwie einen Baum, an dem eine Liane hängt. Ey, kann ja wohl nicht wahr sein. Einmal. Oh Gott, das heißt aber, dass ich eventuell jetzt hier... Habe ich noch Pfeile? Ich crafte mir gerade noch welche. Ich habe unterwegs noch ein paar Tukane gefunden. Denn Pinsi und ich waren derweil auch eigentlich schon, also in dieser Viertelstunde ist eigentlich sehr viel passiert. Mhm. Wir haben nämlich auch das eingeborene Dorf, wo es den Waffenständer gibt, uns näher angeschaut und dabei 3 Indios in die ewigen Jagdgründe geschickt. Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr diplomatisch, wie du also das ausdrückst, dass wir das Ding ausgerottet haben. Ja, mal näher angeschaut. Ja, ich versuche family-friendly zu sein, obwohl man das eigentlich nicht freundlich ausdrücken kann. Wobei sie selber dran schuld waren. Denn wir wollten ja nur mal gucken. Ja, wir waren ja nicht einmal irgendwie gemein oder so. Also zumindest nicht am Anfang. Hinterhältig angegriffen. So, hier haben wir unsere ersten Adern, die ich jetzt hier natürlich versuche irgendwie auszubeuten. Aber dafür fehlt mir momentan noch das Werkzeug. Aber daran arbeite ich gerade eben. So, und so. Die Steinhacke, die wir ursprünglich fälschlicherweise am Anfang gebaut haben. Dieses Mal ist nur eine einzige Ader hier, du. Ja. Das ist voll gemein, weil beim letzten Mal waren hier 2. So ein Scheiß, wenn okay. Ich wüsste, wo du bist, würde ich ja auch zu dir kommen. Ja, ich finde dich schon, keine Sorge. Oh, ich hab nur. Hier ist noch mal ein bisschen Modellierer da. Du sprichst hier mit, Crocodile Murphy. Ist ja nicht so, dass ich mir Sorgen um dich machen würde. Brauchst du auch nicht wirklich. Gut, einen Schlangenbiss habe ich mir auch noch eingefangen in der Zeit, also kurz bevor wir gecrashed sind, aber... Da könnte ich mal gucken, ob ich hier eventuell Tabak oder irgendwas in der Nähe finde für den nächsten Fall, dass uns sowas mal passiert. Genau, aber normal, also mich hat schon lange kein Schlangenbiss mehr umgebracht in dem Spiel. Das, was dich normalerweise dann immer umbringt, ist dann quasi, wenn du in Panik gerätst. Ich glaube, die Spinnen sind sogar, glaube ich, ein bisschen schlimmer insgesamt. Kann schon sein. Und am richtig ekelhaftesten sind die Feigefrösche. Die war ich zum Glück noch nie doof genug anzufassen. Da sagt mir mein Biologeninstinkt, den bekommt man eingeimpft, wenn man das studiert hat, nicht anfassen. So, und bei mir war erstmal der Idioteninstinkt und da stand nehmen. Also? Es ist bunt, es ist schön, nehmen, ne? Genau. Da hat mich quasi Pinsi dachte, KI übers Ohr gehauen. Pinsi dachte, das sind die Smarties des Dschungels. Sowas in der Art, ja.
So, ich bin immer noch auf der Suche nach dir. Hier ist Tabak. Den kannst du schon mal einpacken, ja. Da ist ein Tabakverband, nur zwei. Ich merke, wir waren schon ziemlich weit unterwegs. Ja. Aber nett, dass das Spiel bei mir wenigstens alle Sachen abgespeichert hat. So, Tabak bitte kann raus. Ja. Und jetzt warten wir auf Merp. Naja, ich bin schon gleich da. Bin wieder mal laden. Oh, ich könnte mal was essen inzwischen. Woran mangelt es denn gerade? Wasser. Das ist das Einzige, wovon ich jetzt nicht so viel habe. Ja, ein bisschen Wasser habe ich, aber nicht so episch viel. Aber jetzt muss ich gerade mal nachdenken, wo genau. Ich kann dir die Koordinaten sagen zur Not, aber das willst du ja immer nicht. Nee, muss gerade eben nicht sein. Ich muss gerade eben nur herausfinden, wo wir genau lang gelaufen sind. Wenn ich mir die Blöße gebe, dass du mir die Koordinaten geben musst, dann sage ich Bescheid. Okay. Aber ich habe jetzt momentan erstmal das abgestürzte Auto entdeckt. Ich sammle mal das Zeug hier kurz mal bei derweil ein, ne? Euer Ort, wo bist du gerade vorbeigelaufen Ja, und im wo? abgestürzten Auto. Ah ja. Voll. Okay, jetzt. Jetzt nicht mehr voll. Gut. Ah, ich habe den Wurfhaken gefunden. Oh, schön. Das ist gut. Das ist äußerst praktisch, ja. So, das Ding können wir mitnehmen. War die Hast du irgendwas an? Vogelspinne. Ich wollte gerade sagen, du hast irgendwas anderes noch gefunden. Irgendwas, was du nicht finden Ja, wolltest. da lief diese fette, ekelhafte Wandervogelspinne. Ich habe in letzter Zeit zu viele Spinnen gesehen. Mörb ist schon wieder vergiftet, oder? Nein. Gut. Alles gut. Ich höre dich. Ich skille hier ein bisschen meine Axtfähigkeiten. Ich sag doch, ich finde dich. Daran habe ich nie gezweifelt. Und man sieht bei mir, ich habe kein Stück auf das Ding geguckt. So. So viel zu meinem Orientierungssinn. Also, warte mal, die Höhle, die war noch ein bisschen weiter unten, ne? Genau, da ist sie. Ja. Ja. Man muss ein bisschen. Oh, da liegt übrigens eine Axt. Ist das Absicht? Das ist meine. Ich habe mir eine Obsidian-Axt hergestellt, nachdem ich überladen war. Das ist noch mal ein bisschen Obsidian. Guck mal, ich habe Feuer. Oh, jetzt bin ich überladen. Scheiße, warte ganz kurz. Hier ist ein Skorpion. Vorsicht. Töte es. Natürlich werfe ich daneben. Töte es Bei so mit. einem kleinen Skorpion. Das kann doch nicht wahr sein. Komm schon. Ich bleibe dabei. Töte es, bevor es Eier legt. Jetzt habe ich ihn. So. Aber hier Hab war ich. kein Metall, oder? Ich habe es zumindest schon abgebaut. Zwei Stück waren da. Hier Okay. vorne ist nochmal eine Klapperschlange und das Erz. Ja. Beziehungsweise so ein. Töte sie. So eine Pflanze gleich dahinter. Und So. ich gehe mal in diese Höhle da hinten rein. Und hier die Rosen. Da! Seerosenblätter. Pin sie! Kann man. Jackpot! Oder auch nicht. Ein bisschen was ist da. Seerosenblätter kriegt man, nimmt man gegen Lebensmittelvergiftung. Boah, okay, also das Spiel hier Nochmal ist Erz. schon gemein. Also ich habe jetzt hier schon was abge. Ach, du siehst da noch was? Nö. Ich habe Okay. einfach nochmal draufgehauen. Okay. Ich bin schwer überladen. Wasser unsicher. Naja, unsicher ist zumindest nicht schlecht. Ich würde das Risiko nicht eingehen, aber just saying. Ah, ich habe Ah. orange Pilze dabei, ey, das geht Bist du schon. auch überladen? Ja, ein klein wenig, aber jetzt habe ich mich gerade mal von ein paar Sachen befreit. Brauchst du was zum Das. Essen? Nö.
Gerade daran habe ich eigentlich zu viel. I see what you mean. Ich musste eher noch ein bisschen Fleisch aus dem Rucksack raushauen. So. Ich werfe meinen Bidon ab, einen meiner beiden. Der jetzt gerade eben so mein Ist der Gedanke. voll? Nee, der ist leer. Ja, damit. Bin immer noch Mache auch mit 0,4 zu schwer. Wasser voll. So. Klapperschlange kann bleiben, wo sie Das ist ist. gerade voll doof, ey. Nehmen wir noch ein paar von den orangenen Pilzen mit für das unsichere Wasser. Wichsen du. Ey, ohne Witz, ich schmeiße jetzt ein bisschen Kohle ab. So. Ja, davon haben wir jede Menge zu Hause. So, jetzt haben wir schon mal. Immerhin haben wir jetzt schon mal drei Höhlen abgeklappert. Ich habe jetzt vier Erz und du? Ich habe zwei. Okay. Und das Spiel ist noch nicht gecrashed. Strike. Aber, ach, da wäre das gewesen. Ah, okay. Habe ich beim Ja, Reingehen gar nicht das habe ich gesehen. abgebaut. Und da followt jemand, die Glocke läutet. Nicht erschrecken, Leute. Herzlich willkommen. Wir gehen jetzt mal da runter. Ich meine nämlich, da unten kommt noch mehr Höhle, aber jetzt bin ich mir gerade eben nicht mehr ganz so sicher. Dann nehme ich doch Ja. mal raus. Ja, Oh. ich habe mich nicht geirrt, Leute. Ich habe mich nicht geirrt. Das ist ein toter Tukan. Den brauche ich gerade nicht. Problem ist, wir haben hier Puma-Gebiet. Oh, warte! Da läuft eine Rüstung rum, da läuft eine Rüstung rum. So. Erwischt. Ja. Ameisen, B-Meisen, C-Meisen, Scheiße. Das Wasser ist auch unsicher. Warte mal ganz kurz. Ich brauche ein Palmenblatt. Kannst du mir kurz ein Palmenblatt hier mal schneiden? Da vorne. Klar. Nein, nein, nicht so eins. Entschuldigung, Bananenblatt. Banana. Dann baue ich nämlich diese eine Rüstung, dann bin ich nämlich voll ausgestattet für den Nahkampf. Dankeschön. Hier vorne ist übrigens auch noch mal Tabak, falls du welchen brauchst. Gerade nicht, danke. So, das ist die vierte Rüstung. Das Ding hier übrigens kann man auch essen. Und zwar gibt es da so eine Wurzel, genau. Moment, wenn das Blätterzeug hier dieses Wort, die unbekannte Zwiebel. Wenn man die brät, gibt die auch ordentlich was. Allerdings, wie gesagt, Rucksack ist eigentlich voll mit Essen. Boah, ey, das ist nicht zu fassen, wie arg ich überladen bin. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, was ich rausschmeißen soll. Ich schmeiße das Gürteltierfleisch raus. Ich habe die Schnauze voll. Ich bin auf 49,4. So, Kohle kann weg. Oh. Was? Fuck! Au, 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 Was? au. Oh, ein Skorpion hat mich gebissen, gestochen. Oh, Bitte. man konnte dich sogar schreien hören. Ja, ich habe ihn echt geschrien. Ich habe mich erschreckt. Kannst du mir mal Auch der Antigiftzeug Charakter geben? hat geschrien. Ja. Hier ist ein Tabakverband. Ich habe mich umgeguckt, habe ihn nicht gesehen und habe mich wirklich zu Tode erschreckt. Ich bitte, das zu entschuldigen, Leute. Boah, das ist. Wow, Ich wow, 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 wow. hab das Untier erledigt. Da ist er. Naja. So ein Kack, ey. Aber weißt du, was ich mache? Also, ich mache jetzt erstmal den Verband dran. Und dann hole ich mir gleich mal hier die Tabakpflanze. Und ich habe nämlich das Glück, dass ich tatsächlich ein Medikament gefunden habe. Schmerzmittel. Das hat jetzt das Problem behoben. Ich habe extra geguckt, aber in dem Fall nach oben und nicht nach unten. Scheiße. Ach komm, jetzt wollen die mich verarschen. Was sind denn hier noch alle so Viecher? Was, noch einer? Direkt einen Meter dahinter ist eine Spinne. Aber die hast du wohl hoffentlich nicht abgekriegt, oder? Nein, dieses Mal habe ich sie getötet. Ey, das haben die absichtlich gemacht. Weißt du, du guckst an die Wände und dann erwischen dich die Biester, ey. Ja. Aua. I need to rest. Jetzt schon. Warte, warte, Pinsi, renn nicht so voraus. Du, ich bin gerade eben hier paranoid am Schauen. Hier ist eine Erzader. Ich weiß leider, ich kann die nicht sehen. Nee, da ist keins drin.
Oh, fuck. Aber ich höre doch schon wieder was. Irgendwie. Ne, hören tue ich nichts. Ja, und dafür sind die jetzt hier alle leer, weißt du? Das ist ja mal die blanke Verarsche, liebe Entwickler. Ich finde das schon Ich echt. habe irgendwo gelesen, dass die jedes Mal respawnen, wenn man neu startet, nach dem Abspeichern. Ja, Irgendwie habe ich aber das geschrieben, ganz im aber Ernst, also ich finde das immer albern. ich finde das jetzt gerade schon ein bisschen arg wenig. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, Warte. insgesamt so Da ist auch 12. Rüstung. Ja, habe ich gesehen. Überlasse ich dir. Willst du das Ding haben? Das Gürteltier? Warte mal, ich versuche das mal alleine zu erwischen. Musst es von der Seite am besten angreifen, nicht von hinten. Seite und in den Kopf schießen. Da ist der Kopf, die Zielzone am größten. Nein, da läuft es weg. Und ein Pfeil ebenfalls. Kommt schon. Okay. Hier läuft es mit meinem Pfeil und geht nicht tot. Das Mistvieh. Komm schon. Habe gerade eben noch einen Pfeil verschossen und der ist jetzt auch weg. Oh. Was Ich ist? höre was singen. Ja, ich höre was singen. Da sollten wir besser nicht lang gehen. Irgendwer hat da gesungen. Okay. Weil bei mir ist schon I need to rest jetzt zum zweiten oder dritten Mal. Ja, komm, dann müssen wir uns aber. Wir müssen jetzt in die Richtung. Komm mit. Wir haben jetzt eigentlich genug Metall. Den Ja, Anfang. für den Anfang zum Verarbeiten dürfte es erstmal reichen. Boah. Ich hoffe, ich habe nicht zu laut geschrien vorhin. Ging's? Alles gut. Bei mir ist alles gut. Ich glaube, Okay. du bist auch noch mal vom Mikrofon ein bisschen weggegangen, als du dich so Nein, nein, erschrocken nein, nein, nein. Ich habe zum Glück einen, wie heißt das Ding, Kompressor oder wie das Ding heißt, an. Ach so, das hat es wahrscheinlich dann runtergedreht. Ja, Also bei mir läuft ich weiß es schon, warum ich den ja. anhabe. Oh, Mel. Siehst du, was ich sehe? Ich sehe ihn ja. Auf der anderen Seite, ja. Und da nehme ich dann doch ihren Speer, du. Der frisst da gerade. Der geht übers Wasser, oder? Ja, natürlich geht er übers Wasser. Schleichen, Pinsi, schleichen. Brauchen nicht noch eine Verletzung. Oh, jetzt fängt er an zu strobern. Vorsicht. Aber der bewegt sich auch wieder das Gürteltier ziemlich abgehackt bei mir. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Client-Server-Kommunikation einfach nicht gut programmiert ist. Eigentlich könnten wir den schon fast angreifen, weil ich bin so müde, dass ich wahrscheinlich eh gleich umkippe. Dann willst du ihn angreifen. Dann bin ich wieder der Einzige, der gegen ihn kämpft. Nee, lass mal. Warte mal, hier könnte es blaue Pilze geben. Die helfen dir vielleicht. Doch hier. Dann nimm sie. Essen. Essen. Und essen. So. Sehr gut. Den kleinen Energiekick zwischendurch. Dann folgen Sie mir. So, hier ist der Weg. Prima. Muss ich gerade eben bloß hoffen, dass wir Ihnen in die richtige Richtung folgen. Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Wir werden es merken. Ich glaube schon. Vorhin sind wir bergab gelaufen. Jetzt gehen wir bergauf. Ich glaube schon, dass das die richtige Richtung ist. Was soll schon groß schief gehen? Naja, könnte wieder der Jaguar sein. Dein Charakter gerade. So richtig aus dem letzten Loch keucht. Ich finde, das Spiel hat schon so eine geile Immersion auf mich. Also für mich ist es wirklich schon so ein bisschen. War jetzt noch mal ein Vogelnest. Komm da nicht drüber, ey.
schreie auch jedes Mal wirklich auf, wenn mich da so eine blöde, so blöder Skorpion oder was auch immer erwischt, ne? Ja, Es das macht. fühlt sich für mich einfach auch irgendwo realistisch an, so blöd Hat es einen auch sehr klingt. großen Realismuseffekt, ja. Auch wenn man von so einem Vieh gebissen wird, von so einer Spinne oder so einer Schlange, man kriegt ja immer so einen kleinen Schlag irgendwie Ja, mit. die Effekte sind schon, also die Effekte muss man lobend erwähnen, haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Ja. So, da vorne hat es nochmal ein paar Schweinderl. Eine klappernde Schlange. Ja, den kenne ich. Den hatten wir vorhin, glaube ich, auch. Die lasse ich einfach links liegen, habe ich keinen Bock auf das Scheißvieh. Ja, das ist die richtige Richtung. Ja. Wie gesagt, ich bin hier so oft rumgelaufen. Einzige, was mich halt echt erwischt, ist, wenn ich es halt einfach vorher nicht sehe. Wie zum Beispiel diesen blöden Skorpion. So, da, da. Muss ich bloß hoffen, dass sie nicht falsch abgebogen sind. Das ist nämlich eine tricky Stelle gerade eben hier, meine ich. Ja, siehst. Oh, hier jetzt nochmal die Schlingfalle. Ja, ich weiß. Wir sind falsch abgebogen, aber wir können hier gerade eben noch mal gucken. Wir könnten hier auch unten lang gehen Da und ist dann, glaube Erz, ich, mit guck. dem Wow, da ist Kletterseil. schon wieder einer. Nee. Okay. Muss der Papa ran. Wenn ich sie Hier sehe, ist sind auch sie noch mal tot. einer. Oh, Spitzhacke kaputt. Habe ich gehört. Und natürlich nur noch ein Stein. Bäh. Boah, ey. Dein Charakter hat gerade gehustet. Echt? Ja. Hat er gemacht. Wahrscheinlich, weil er aus dem letzten Loch So, hier ist keucht. der Fahrstuhl-Map. Das heißt, da unten können wir eventuell pennen. Ja, wenn wir jetzt Benzin hätten, um den hier in Gang zu bringen. Lass uns mal eine Notfallbehelfsunterkunft hier bauen. Ich bin nämlich total überladen gerade eben. Normal, Nein, sowas? nein, was Kleines, einfach nur zum Pennen, du. Und Moment. fit werden. Mann, oh Mann, hat es ja nicht irgendwie. Also ich habe, brauchst du Fleisch? Du, ich habe jede Menge Fleisch. Ich hab noch, danke. So, bauen wir einfach mal hier hin. Ist ja völlig egal. Ich hab das jetzt nicht so mit der Ästhetik. Gott, oh Gott. Also ich habe 8 Erz jetzt. Das Problem ist, 8 Erz wiegt schon echt eine Menge. Ich schmeiße jetzt die ganze Kohle raus, die können wir jederzeit wieder herstellen, ne? Musst du her. Sehen Sie. Ja. Das ist nicht das Thema. Dann habe ich noch mehrere leere Dosen. So. Brauchen wir noch mal einen langen Stock. Machst du aber gerade eben, glaube ich, schon, ne? Ja. Köppt. Timber. Dann brauchen wir, glaube ich, das hier noch. Das ist die falsche. So, eine brauchen wir. Dankeschön. So, So. die und Palmblätter, genau. Ja, ich arbeite daran, aber irgendwie will das Spiel sie gerade eben nicht aufnehmen. Ach so, weil du So. da auch dran rumgewurschtelt hast, wahrscheinlich. Vielleicht. So. So. Bäh. Ach, weil da wieder trockene dazwischen sind. Fertig. Lol, okay. Dann, leg du dich erstmal schnell hin, komm. Ich halte Wache. Gute Hey, Nacht. du bist einfach weg. Geil. Ja, ist ja Du auch liegst da runtersteigen. drin. Du liegst wirklich da drin. Schön.
Ich kann jetzt gerade eben bloß kein Licht machen, weil dann meine Lampe ausgehen würde. Aber ich sehe da deinen Kopf. Ist ja Wahrscheinlich geil. ein ähnlich netter Anblick wie du vorhin in der Hängematte. Nein, 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 nein. Du guckst so nach unten und sieht so aus, als ob du dich an den Boden kuschelst. Wahrscheinlich Embryonalhaltung. So. So in der Art. Da kannst du bei mir mal gucken. Guck mal. Moment. Jawohl. Ja, da liegt er, der Mörb. Geilo. Dieses Blatt kann weg. So. Dann machen wir uns gleich mal wieder zurück. Jetzt wissen wir ja, wo wir sind. Sind wir ein Stückchen falsch abgebogen. thirsty. Was? Mein Charakter sagt im Schlaf, oh Gott, ich bin so durstig. Oder warst du das? Nö. Ne, das bin ich tatsächlich. Ja, ich bin sehr durstig gerade eben. So, ich esse nochmal ein bisschen Fleisch. Obwohl ich durstig bin, zugegebenermaßen. So. Okay, also das Schlimmste ist durch. Dann machen wir uns auf den Weg. Paranüsse hier. So. Siehst du? Das verdorbene Wasser war gar nicht so doof verdorben. Also es war halt nur unsicher, aber es hat nichts gemacht. Bei mir hast du aber gerade eben gesagt, boah, that's disgusting. Ja. Aber nur weil es nicht schön ist. Ja, man kann es ja trotzdem saufen, ne? Genau. Es ist halt nur unsicher. Und von da an nannten sie ihn alle den Brackwasserpinsi. So. Dafür habe ich keinen Durst mehr. Quer fällt ein, quer fällt ein. Oh, warte mal, das ist gut. Ich brauche gerade eine unbekannte Nuss. Ich nehme die andere. Ja, sehr gut. Schnabulatz. So. 4 Stunden, das können wir auch essen. Die halten noch. Das Fleisch hält Oh, da auch. war ich beinahe schon wieder jetzt in einer Klapperschlange drin. Deswegen, Leute, ist Schleichen so gut im Dschungel. Weil ihr nämlich mehr Reaktionszeit habt. So, jetzt hier auf dem offenen Weg kann man ja wieder laufen. Sind da mehr? Ja. Ich ahne, wo wir sind. Wir machen jetzt hier gerade eben noch mal ein bisschen die Rundwanderwege. Da vorne links ist, glaube ich, das abgestürzte Flugzeug. Was auch nicht schlecht ist, dann haben wir das Blätterbett noch. Richtig, Das das. erhöhte. Exactly. Und damit den Vollkomfort in unserem Hotel. Dann haben wir eigentlich fast alles, ne? Also ich meine, auf die Dingens verzichte ich jetzt gerade eben. Oder ist es das wirklich? Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Nee, ich habe mich geirrt. Aber warte mal, das ist Wasser. Ist das. Ah, ist unsicheres Wasser. Ja. Na, Brackwassermörb? Nein. Doch. Nein. So verzweifelt bin ich denn doch noch nicht. Komm, hier gibt es ein paar Stachelanonen, falls du noch eine. Ja, ich nehme sie gerade eben. Ja, komm, dann hau ich mir da mal eine. Also, dann gönne ich mir. Also, Siehste. die Dschungelapotheke haben wir ja da. Was für eine widerliche Suppe, aber es ist nichts passiert. Ja, sag ich doch. Aber weißt du was? Daher wir die Stachelanone haben, komm, füllen wir doch mal einen Bidon. Ich bin jetzt da rechts weitergelaufen, ne? Ja, ich bin hier hinterher. Der Stelle habe ich schon häufiger mal hier gelagert. Ach komm, ey! Ich bin schon wieder vergiftet. Warte. Ja, man sollte halt einfach nicht im Dschungel im Dunkeln Wo genau rumlaufen. ist das Vieh? Da irgendwo, ich habe sie nicht mal gesehen, als sie mich danach noch gebissen hat. Also. Ich höre sie nur, aber ich sehe sie nicht. Ja. Da. Ach, ich hatte sogar noch einen übrig. Hat sich ausgeklappert.
Ach, ist das ätzend, ey. Jetzt habe ich hier Vergiftung auf Stufe 2 und auch noch Fieber. Ey, die haben die Viecher jetzt mehr so ins Unterholz gelegt, merkst du? Was nicht schlecht ist, so an und für sich. Ja, das macht die Sache deutlich spannender. Das war ja Noch ursprünglich. schlimmer wäre, wenn sie sich bewegen würden. Ich werde es tatsächlich Opfer meiner eigenen Kritik von damals. Ich habe gesagt, die Viecher sind zu einfach. Jetzt finde ich sie hinterhältig. Sehr gut. LOL! Merp. Okay, das wird eine Comedy-Folge, Jetzt sind sie ey. hinterhältig. Oh, Ja, jetzt hier sind sie ist hin. noch ein Tabakverband. Ja, Hier. ich hab noch einen, keine Sorge. Ich muss jetzt gerade eben bloß mal gucken. Verdammte Axt, ich sehe halt gerade eben wegen dem ganzen Gestrüpp nix. Oh Mann, ey. Soll ich mal Hä? vorangehen? Ich habe noch keinen Biss. Wo hat's mich denn gerade eben nochmal erwischt? Manchmal erwischt sich auch ohne, dass Gift reinkommt. Also du bist schon Anscheinend. immun. Nee, du, anscheinend hat es mich im selben Bein erwischt, wo der Tabak schon dran war, weil das Gift war sofort weg. Ja, hier ist die Brücke. Ja, wir haben die Brücke entdeckt. Die ist sogar fertig. Pensi, denkst du, was ich denke? Kommst du? Jo. Ich habe gedacht, wir müssen diese dämliche Brücke jetzt bauen. Ja, nö, anscheinend nicht. Ja, warte. Hier ist dunkel. Jetzt bin ich zweimal gehend gebissen worden und du fängst an zu rennen. Also. Du weißt doch, ich bin da unbedarfter als du. Weißt du, ich sag's ja nur. Aber ohne Witz, man sieht die Viecher jetzt fast nicht mehr. Das ist jetzt extrem krass. Nett. Sehr, sehr nett. Also zumindest im Dunkeln hatte ich gerade keine Chance, sie zu sehen. Ich weiß bloß nicht, ob wir hier nach Hause kommen. Nein, nein, auf keinen Fall, aber wir können uns jetzt mal die Dingens angucken, die Schlangeninsel. Ach ja, die große Anaconda. Genau. Du musst aber ein bisschen aufpassen, dass du nicht in vollen Kaiman reinläufst. Ja, ich weiß. Gibt's einige hinterhältige Dinge. Das war dieser Ort, dann müssen wir in die Richtung. Hier geht es nochmal an Papagei. Aber Pinsi, wir müssen die Folge beenden. Jetzt schon. Ja, schon längst Von der eigentlich schon. Insel. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Dann. Mal, Leute, ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss, macht's gut.